Moin, moin, herzlich dich alle und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, Relegation. So sieht's aus. Das Tippduell, es ist so gut wie vorbei. Der Stand der Dinge sieht so aus. Gucken wir mal, ob der Stand der Dinge sich jetzt nun noch ändert oder eben nicht. Ja, ne? Schafft Union Berlin auch den Aufstieg? Sind sie damit ein neues Mitglied der Bundesliga? Gucken wir einfach mal. Das wäre das erste Jahr für Union Berlin. Folgen würden sie auf den SC Paderborn und dem 1. FC Köln. Oder schafft Stuttgart den Klassenerhalt? Gucken wir mal. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Ja. Das erste Spiel, ist das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin. Ja, die große Frage ist jetzt natürlich, schafft Stuttgart den Klassenerhalt? In den letzten Jahren war das ja immer so, dass in dieser Relegation entweder der HSV oder der VfL Wolfsburg waren und beide haben das regelmäßig geschafft. Jetzt ist eben die große Frage, schafft Stuttgart das auch? Ja, bei Union Berlin in letzter Zeit eher schlecht gelaufen. Ne? Als letztes dann noch mit Ach und Krach das Unentschieden gegen Bochum. Okay, man hätte eigentlich dieses Spiel verlieren müssen, Fragezeichen, wenn da die rote Karte nicht gewesen wäre. Wer weiß, ob das dann nicht sogar doch noch eine Niederlage geworden wäre. Beim VfB Stuttgart, ja, Nullnummer gegen Schalke als letztes. Nullnummer, wo man sich so denkt, so ja gut, die haben sich konzentriert voll und ganz auf dieses Spiel. Und das wird sich auch auszahlen aus Sicht der Schwaben. Sie werden das Spiel gewinnen mit 2:0. Der Rufus tippt auf dasselbe. Und damit, ganz klassisch, wie die letzten Jahre zuvor auch, die Tabelle, wie sie gewesen wäre, wenn alle meine Tipps richtig gewesen wären in dieser Bundesliga-Saison. Und da habe ich schon das eine oder andere Mal gehört, dass ich doch für den ein oder anderen Team regelmäßig getippt habe, beziehungsweise dagegen getippt habe. Das sind die Ergebnisse, oder besser gesagt die Tabelle, wenn alle meine Tipps richtig gewesen wären. Ja, ich würde mal sagen, das ist interessanterweise sehr viel richtig, knapp daneben auch einiges. Unter anderem die Top 3, alle in die richtige Reihenfolge, Bremen in der richtigen Reihenfolge. Platz 8, Freiburg auf 13 und der VfB Stuttgart in der Relegation. Ja, hätte ich das bei den Bonustipps gleich am Anfang so gemacht, hätte es wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr gegeben, aber nur gut, ne? Das ist es manchmal einfach und so kommt das. Also das ist meine Tabelle, wenn die Saison vorbei gewesen wäre. Ne? Absteiger wären dieselben gewesen, aber ja, nur gut. Dann kommen wir auch zur Top 30. Ja, Top 30. Dieses Mal, also sonst war das ja immer so, dass ich die gesamte Tipprunde gezeigt habe, beziehungsweise diejenigen, die in dieser Tipprunde gut dabei waren, regelmäßig getippt haben. Jetzt sind es so, dass es dieses Mal viele waren. Fast schon zu viele. Einige sind noch dabei, die, jetzt nicht unter den Top 30 sind. Liegt aber daran, seht ihr ja schon selber, dass der Platz ein bisschen eng ist. Dementsprechend, also ein guter Platz, würde ich mal sagen, oben. Ja, wer gewinnt es? Vielleicht der Tore Knut? Gucken wir mal. Der Kai auch sehr weit oben. Den haben wir auch schon in den letzten Jahren oben gesehen. Letzte Saison sogar Meister geworden. Für den Tipps gucken wir mal, ob es diese Saison noch was wird. Na, ich glaube aber eher nicht. Und damit kommen wir zum Rückspiel. So sieht's aus. Das Rückspiel in Berlin. Es findet statt zwischen Union Berlin und den VfB Stuttgart. Nach dem 2:0 der Schwaben, das wird natürlich enorm schwierig, dann jetzt dieses 2:0 in Berlin ein bisschen zu ändern. Ja, ich bin ja oft dafür, dass die Zweitligisten noch aufsteigen. Hat man in den letzten Jahren immer wieder mal meinen Tipps gemerkt, dass das eigentlich so ist, dass ich doch eher für die Zweitligisten bin. Aber dennoch denke ich mal, eben weil der VfB Stuttgart jetzt doch die Kurve noch am Ende gekriegt hat, beziehungsweise nach meinen Tipps gekriegt hat, ist eben die große Frage, schafft Union Berlin nächste Saison den Aufstieg? Denn nach meinem Tipp ist es so, dass der VfB Stuttgart in der Liga 1 bleibt. Sie spielen in Berlin ein 1:1 Unentschieden. Der Rufus tippt auf einen Unioner Sieg, auf ein 1:0 für Union Berlin. Was dann aber auch gleichzeitig bedeutet, auch er tippt, dass Union in der Liga 2 bleibt. Das waren meine Tipps für diese Relegation. Das heißt, das waren meine Tipps für diese Bundesliga-Saison. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, in der Tipprunde mitzumachen. Hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid in der nächsten Tipprunde. Und dann sehen wir uns im August wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, dann nicht. Danke und ciao.